Hallo Freunde, es ist mal wieder Zeit für Banjo-Tooie und ich bin jetzt hier in der fünften Welt im Territactylus-Land und ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen mit Mumbo weitermachen, weil in dieser Welt hat Mumbo einen Vergrößerungszauber drauf und wow, ich werde hier gleich mal fies angegriffen. Es gibt hier gleich drei Orte, wo Mumbo diesen Zauber anwenden kann. Den einen habt ihr schon im vorigen Part noch gesehen. Der hat die Trittsteine vergrößert und jetzt kann Mumbo sogar Wumbas Wigwam vergrößern. Hoffen, das funktioniert. Vergrößerung von Wumbas Wigwam. Ich werde dann später schon noch sehen, wozu das gut war. Aber jetzt werde ich mit Mumbo noch schnell in die Styracosaurus-Höhle gehen, weil dort haben wir erfahren, dass eines der Dinosaurierkinder ziemlich klein ist und Mumbo kann da doch Abhilfe schaffen. So, und hier über diesen schmalen Pfad kommt man auch ganz einfach in die Höhle rein. Dieser fiese Bienenstock, der kam nicht aber mal kreuzweise. So, der blaue ist ja so winzig, aber da können wir ihm doch helfen. Vergrößerung des Dino-Winzlings. Danke, dass du den Kleinen wieder auf Format gebracht hast. Vielleicht findet er jetzt eine Freundin. Ah, ganz bestimmt. So. Mehr können wir mit Mumbo aber nicht machen, außer später nochmal Wumbas Wigwam wieder auf Normalgröße zurückschrumpfen. Aber das habe ich noch nicht vor, weil erstmal werde ich ihn als Banjo-Kazooie betreten, während er so riesengroß ist. Weil dadurch, dass ich Wumbas Wigwam jetzt vergrößert habe, wirkt sich das sogar auf die Verwandlungen aus. Aber das werdet ihr ja gleich selber sehen. So, jetzt erstmal hier zurück zum Warpfeld. Und Mumbo ist zu dumm zum Springen. Hey, spring hier rauf! Hallo! Mano, sowas Dummes. So, zurück zu deinem Schädel. Jetzt werde ich mich mal verwandeln lassen. Ja, und was passt wohl in einer steinzeitlichen Welt am besten als Verwandlung? Ihr werdet es gleich erleben. Aber erstmal. Oh mein Gott, nicht nur der Wigwam ist gewachsen, sondern Wumba Wumba selbst ist. Boah, riesig groß geworden. Hui! Naja, was soll's. Oh, Moment mal. Ich muss erstmal den Globo hergeben. Entschuldigung. Du hast einen Globo, wollen wir es Wumba geben? Natürlich. So, und labert nicht wieder so viel. Einfach reinwerfen. So, und jetzt. Und wir werden zu. Einem riesigen T-Rex. Wumba, das nennen Papi T-Rex. Du betätigst gerade die Chance, uns bewegen dich und drücken B, um zu machen. Viel Krach. Ja, wir sind ein riesengroßer Dinosaurier. Wenn der
Wigwam normal groß wäre, dann wären wir dementsprechend auch ein kleiner Dinosaurier. So, und als, als riesiger Dinosaurier können wir hier einiges machen. Wir können jetzt zum Beispiel diesen Schalter betätigen, aber den werde ich noch nicht drücken. Ich werde jetzt erstmal woanders hingehen. Oh, passe ich ja doch durch, sehe schon. Falls ihr euch noch erinnern könnt, einer dieser Unga-Bunga-Typen blockiert den Eingang zur Ugel-Bugel-Höhle. Der müsste jetzt eigentlich gleich hier stehen. Genau, und wenn ich jetzt hier mal auf B drücke, dann... Oh, wie schrecklich! Ihr muss Lendenschurz wechseln! Der hat sich voll eingepinkelt. Vor lauter Angst. Ja, jetzt können wir wenigstens endlich in die Ugel-Bugel-Höhle. Eigentlich kann man als riesige Dinosaurier sowieso nur diese zwei Sachen machen, nämlich diesen Neandertaler da vertreiben und dann eben noch diesen einen Schalter da drücken, den wir nur als Riesendinosaurier betätigen können. So. Ich will aber irgendwie hier wieder zurück. So. Und sogar die Hosen sind mitgewachsen. So. Der Trick hier ist jetzt, wie man an diesen Dino rankommt, ist ganz einfach. Man stellt sich hier auf den Schalter. Dann öffnet sich zwar das Gitter, aber wir sind jetzt viel zu groß, dass wir da hinkommen. Das heißt, innerhalb von 35 Sekunden einfach wieder ratzefatz zurückverwandeln lassen. Wenn Banjo hier reingehen würde... Hey! Sag mal, was soll denn das jetzt schon wieder? Ah, geht doch. Weiß nicht, was das immer soll. So, wieder schön zurückverwandeln. Und zack. So. Jetzt noch ganz schnell zu dem Jinjo. Das war, glaube ich, ein brauner Jinjo. Von denen habe ich schon zwei. Also ist das jetzt schon mein dritter. Dann fehlt nur noch einer. Und dann bekäme ich schon wieder ein Puzzle. So, genau. Ein brauner Jinjo. Der dritte von vier. Cool. So, und jetzt mache ich ganz einfach Folgendes. Ich gehe wieder zum Mumbo zurück und lasse Wumbo's Wigwam wieder auf Normalgröße zurückschrumpfen. Und dann werden wir auch in einen kleineren Dinosaurier verwandelt. Und als solcher können wir natürlich ebenfalls andere Sachen machen. Also hier braucht man Mumbo eben zweimal. Ich fand das so geil, dieser Unga-Bunga hat sich wirklich voll in den Lendenschurz gepinkelt vor diesem riesigen Gebäude, der voll Schiss gehabt. Wieder wollen Mumbos Hilfe. Na klar. Da freut er sich. Der hat auch allen Grund, sich zu freuen. Er darf noch einmal für uns zaubern. Also man kann eigentlich hier... Wumbo's Wigwam immer wieder beliebig groß und klein werden lassen, weil das eben eine Mumbo-Platte ist, die nicht verschwindet, so wie zum Beispiel die da vorne. So. Wumbo's Wigwam wird wieder normal groß. So, das wäre auch erledigt. Dann heißt es jetzt wieder zurück zu Banjo & Kazooie. Zumindest mal ein paar Vorbereitungen, weil passlos habe ich in dieser Welt ja überhaupt noch gar keins. Aber das wird sich schon noch ändern. So, jetzt lasse ich mich aber erstmal wieder verwandeln. Diesmal halt in einen kleinen Dinosaurier, in einen kleinen Baby-T-Rex.
Ist der Kleine nicht süß? Wumba, das ist ein Baby-T-Rex. Du bitte den dritten Schuss und sie bewegen dich. Ja, als Baby-T-Rex können wir anfangs noch nicht brüllen. Das muss uns jetzt erst einer dieser anderen Dinosaurier zeigen. Dazu geht man ganz einfach zu irgendeinem beliebigen... Also, zu einem von denen hier. Wow, ein neuer Dinosaurier, was bist du? Ein grässlicher T-Rex. So grässlich bist du gar nicht. Du weißt ja noch nicht mal, wie man richtig brüllt, oder? Nein, ich glaube nicht. Aber es ist doch ganz einfach. Drücke B, um kurz zu brüllen, und halte B gedrückt, um ein donnerndes Gebrüll auszustoßen. Danke, los, brüllen wir jemanden an. Ja, das klingt schon wesentlich besser. So, und mit diesem Gebrüll als kleiner Baby-T-Rex können wir diese Türen hier öffnen, auf denen er abgebildet ist. Einfach mal kurz gebrüllt und dann können wir über solche kleinen Geheimwege ins Innere des großen Berges... So, oh, und hier ist eine Cheeto-Seite, cool. So, und hier ist ein ganz ein wichtiges Hinweisschild, das sagt mir nämlich, wie ich an ein Puzzle rankomme. Das muss ich mir jetzt noch notieren, weil das merke ich mir sowieso nicht. Brüll, 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 brüll. Dann wird der glitzernde Preis dein sein. Okay. So, Moment mal, lieber zur Sicherheit nochmal. Brüllen, brüllen, brüllen. Brüllen, brüllen. Okay, hab schon. So. Es gibt nämlich weiter oben irgendwo ein Puzzle hinter einem Gittertor, das sich nur öffnet, wenn ich eben in dieser von Yamios genannten Reihenfolge brülle. So, aber dazu muss ich erstmal nach oben kommen. Ich frage mich gerade, wie ich das anstellen soll, aber... Oh, hier sind ja sogar noch Noten und da ist eine leere Honigwabe, die werde ich mir später noch holen. Durch diese ganzen Nest habe ich nicht mal gesehen. Sowas. So, schon besser. Gut, ich glaube, wenn ich hier reingehe, müsste ich weiter nach oben kommen. Genau, jetzt bin ich wieder im Berg, allerdings bei einem Weg, der mich weiter rauf bringt. Da müsste ich, glaube ich, jetzt auch schon irgendwo bei diesem Puzzle sein. So, auch nicht. Hä? Oh nee, das ist einer von den Typen. Autsch. Du nie bekommen, Puzzle von Felsen, du Stamm. Ihr habt starke Rüstung. Ja, ihr habt zwar eine starke Rüstung, aber seht mal. Die sind hinten nackig und das kann man ausnutzen, indem man Zeitbombenmeier benutzt. So, gut, dieser Weg hat mich nicht weiter nach oben geführt. Das ist sehr ärgerlich. Moment mal, ich glaube, ich gehe ganz einfach jetzt hier diesen Weg rauf, dann werde ich schon weiter hochkommen. Also diese Felsnuss-Typen, von denen gibt es, glaube ich, insgesamt sechs solche Felsnuss-Typen eben. Und erst wenn ich den letzten besiegt habe, dann bekomme ich auch ein Puzzle. So. Nee, hier ist das nicht. Da auch nicht. Komme ich hier weiter? Nee, da geht's wieder runter zu Wumba, glaube ich. Nee, da muss ich anderswo hin. Ich kenne mich in dieser riesigen Welt irgendwie nie wirklich aus. So, ich glaube, hier muss ich weiter. Path to Nest? Nee, da will ich ja auch nicht hin. Scheiße! Ach Mano, wie komme ich denn nach oben? Ich muss nach oben. Ich will nach oben. Verdammt, ich weiß nie, wie ich da hochkomme. Als kleiner Dinosaurier-Winslinger. So, da geht's zum Bahnhof, das weiß ich. Ach, dann werde ich mich ganz einfach mal warten. So, vielleicht komme ich von Wumbas Wigwam aus doch woanders noch hin. Ihr seht schon, wie leicht man sich in dieser Welt verlaufen kann, weil die ist so groß.
Ich will eigentlich nur weiter nach oben, weil das Puzzle weiter oben ist. So. Ja, von da bin ich ja schon mal hin. Ah, hier auf der Seite gibt es noch eine Tür. Genau, die habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, jetzt müsste ich richtig sein. Genau, ich glaube, hier bin ich jetzt irgendwie... Auf jeden Fall bin ich weiter oben. Moment mal, ist das schon hier? Nee, nee, nicht hier, aber... Ich glaube, wenn ich jetzt hier... Da drin ist wieder so ein Felsenstyp. Aber hier kann ich mal außen entlang ein paar Notennester sammeln. So, und... Genau, hier ist jetzt dieses Puzzle. So, und das war bei mir jetzt zweimal kurz brüllen. Dann einmal lang, einmal kurz und wieder zweimal lang. Jawohl, hat ja wunderbar geklappt. Und 40 Puzzles habe ich schon insgesamt. Cool. So, ich glaube, das war sogar das einzige wichtige Puzzle, was man sich mit dem Dino holen kann. Ja, und diese eine Cheeto-Seite, was ich mir auch geholt habe. Gut, dann war das auch mal alles. Und jetzt werde ich mich zurückverwandeln lassen. Also wie gesagt, am einfachsten ist es, ihr schreibt euch auf, wie man brüllen muss. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob diese Brüllreihenfolge auch in jedem neu angefangenen Spiel anders ist oder ob die gleich bleibt, aber ich glaube, die müsste sogar gleich bleiben. Egal, jetzt jedenfalls mal schnell noch zurückverwandeln lassen. Und hopp. So ist es doch schon viel besser. Gut, Leute, aber bevor ich mal die restliche Welt erkunde, und die ist noch ziemlich riesig, werde ich den Part mal beenden und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, Leute. Ciao.